Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind immer noch ziemlich benebelt, wobei mittlerweile wird es doch schon um einiges besser. Und wir müssen wieder hoch zum Langhaus. Wir haben nämlich die Nacht mit einem nicht so tollen Typen verbracht. Allerdings keine Sorge, Jungs und Mädels, wir haben nur gesoffen, mehr ist nicht passiert. Und nebenbei bemerkt, der andere sieht noch schlimmer aus. So, mal schauen. Welche Uhrzeit haben wir denn? Haben wir alles verpasst oder sind wir noch rechtzeitig da? Wo ist mein Sohn? Wir sandten Wort nach Riapadun. Keine Antwort, mein Herr. Wir sollten jetzt weitermachen. Du hast mich aufgespürt, alter Freund. Und hier stehe ich nun vor dem Thron, der eben noch meiner war. Hier sollst du die Entscheidung dieses Vitenagemots anerkennen, dass du nicht geeignet bist zu führen und hiermit abgesetzt wirst. Wir verlangen hiermit, dass du Königreich und Krone am Tarn Zeolwulf abtrittst. Mercier hat gesprochen, Herr. Die Krone. Bist du es, alter Freund? Ach ja, ich kann es sehen. Vergib mir. Das Gewand der Rechtschaffenheit sitzt nicht gut auf deinen Schultern. Wenn der Himmel mich fälschlicherweise zum König krönte, verzeiht seine irrenden Weisung. Amen. So, wo ist meine Krone? Verzeih meine Aufregung. Hier bin ich nun. Ein aufrechter Mann, der nie gelernt hat, niederzuknien. Und doch will ich es versuchen. So einfach ist das. Ganz ohne Angst. Ohne jegliches Gefühl. Er macht sich über dich lustig. Leg ihn um. Keine Sorge, Däne. Ich werde diese Krone abgeben. Und dieses ganze heidenverseuchte Königreich und die Gunst dieser heuchlerischen Männer. Aber nur zu meinen Bedingungen. Meine Forderungen sind einfach. Erstens müssen... Du Narr! Sieh dich doch um! Niemand hier folgt dir mehr. Flehe um dein Leben, denn mehr wird dir hier niemand mehr zusprechen. Ja, ja! Verzeihung, ich... Tu mir nicht weh! Ich beschwöre dich! Bitte! Ich werde fortgehen. Hier! Ich trete sie ab! Hier! Bringt ihn und seine Frau nach Rom. Er ist hiermit ausgestoßen und soll niemals mehr wiederkehren. Das Vitenagemot anerkennt König Zeolwulf von Mercia! Zweiter seines Namens, ein gerechter und gnädiger König. Gott schütze ihn. Hoffentlich war das die Schererei wert. Mercische Soldaten marschieren nach Riapadun. Leofrid, treu bis zum bitteren Ende, der Bastard. Trommelt alle zusammen und teilt sie zwischen Nord- und Südtor auf. Das dürfte sein Heer teilen.
Chilbert ist dort. Eivor, du musst meinen Sohn retten. Er wird das überstehen. Versprochen. Ich bleibe hier bei Cheolwulf. Geh. Natürlich werden wir deinen Sohn retten, aber ich muss noch mal kurz reingucken, weil wir haben nämlich letztes Mal gar nicht geguckt. Zum einen bei den Fertigkeiten sollte hier gleich mal da unten etwas Neues erscheinen. Blick der Nornier. Nutze die Macht der Nornier, um mit schicksalhafter Geschwindigkeit auf deine Gegner zu schießen. Okay. Ach so, das ist so eine Art Beschleunigung sozusagen. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich würde sagen, das mache ich mal anstelle von dem Raben rein. So, bei den Fertigkeiten, da können wir auch nochmal eben schnell 2 Punkte reinmachen, weil das scheint mir jetzt doch ein größerer Kampf zu sein. Wir setzen was in Gesundheit rein. Leichter Angriffsschaden, Weg des Bären. Feuerwiderstand ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich mache mal generell den Weg des Bären. Dann kommt nämlich noch so einiges hinzu. So. Achso, wir müssen wahrscheinlich erstmal hinreiten. Ja, da wollte ich jetzt nicht rein. Wo müssen wir denn hin? Können wir nicht eventuell eine Schnellreise machen? Nein, natürlich. Obwohl, doch, eigentlich können wir eine Schnellreise machen. Ich muss die Brüder finden. Vielleicht haben sie Cheolbert gesehen. Hast du Cheolbert gesehen? Halt die Augen offen. Ich muss die Brüder. Ja, ja, ja. Haben sie Cheolbert gesehen? Ja, weich bloß nicht aus. Entschuldigung, ich wollte den hinter dir treffen. Muss die Brüder finden. Ja, wo sind denn die Brüder? Keine Ahnung. Wurde mir das hier angezeigt? Irgendwo da hinten? Ich habe jetzt keine Zeit für so eine Scheiße hier. Och, Leute, ganz ehrlich. Ich muss hier durch. Komm, stört sich in die Schlacht. Tut mir leid, hab keine Zeit. Hast du Cheolbert gesehen? Nein, aber Leofried, wie er über den Fluss floh. Er jagte jemandem hinterher. Das muss Cheolbert gewesen sein. Die einzig lohnende Beute in diesem Drecksloch. Okay, da müssen wir hin. Na lauf, los. Wir haben jetzt keine Zeit, uns hier dem Kampfgeschehen anzuschließen. Bei den Fluss. Was heißt denn über den Fluss? Wo muss ich denn genau hin? Achso, nur auf die andere Seite. Ja, klingt irgendwie logisch. Nein! Och, ich will jetzt hier niemand. Sag mal, Leute, seid ihr denn bescheuert? Oh, ich dachte, ich kann mit dem reden und der sagt mir noch irgendwas. Wo ist der Kerl? Durchkämme die Insel. Wollt ihr mich veräppeln? Das ist die hier. Also das Komplette. Hilf mir. Sei meine Augen. Der nächste Sturz.
stehen bleiben. Oh, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Keine Zeit für sowas. Muss jemand suchen. Den ich aber anscheinend mit Raben nicht finde. Was natürlich richtig mies ist. Cheolbert, er ist in Gefahr. Ja. Gebe nicht nach, Leopold. Niemals. Mach es doch nicht schwerer als dein. Bitte, du willst das nicht wirklich tun. Leofried, lass ihn gehen. Tu, was ich sage. Ich tue, was mein König sagt. Dänen bringe ich zum Schweigen. Hiermit. Lass es sein, Leofried. Es gibt nichts mehr zu gewinnen. Wir haben Cheopedun gestürmt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das geht leider nicht. Dann wirst du nun sterben. Oder du. Du kannst nicht gewinnen, Leofried. Selbst wenn du mich bezwingst, haben die Ragnar sonst trotzdem gesiegt. Ich bin schon gegen viele Dänen gewinnen. Erfolgreich. Du wirst langsam. Du bist ein willensstarker Tann. Burkhard hatte Glück. Es ist meine Pflicht, Mercia für euch zu beschützen. Ehe ich aufgebe, sterbe ich. Nimm das! Was denn? Ja, weich bloß nicht aus. Du bist am Ende. Noch nicht. Kämpfe, Heiden! Bring es zu Ende. Flehst du deinen Gott gar nicht an? Oder deinen König? Ich habe einen Eid geschworen, Burkhard bis zum Tod zu dienen. Ich kämpfte, ich verlor. Wir wissen beide, wie das läuft. Ein ehrwürdiger Tarn, der einen ehelosen Krieg führt. Burkhard hat ihn verlassen und verraten. An Leofrieds Stelle würde ich das erfahren wollen. Warum ihn seines letzten Ruhmes berauben? Dieser Krieger ist bereit, seinem Gott entgegenzutreten. Weiterzuleben wird ihm nur Schande bringen. Er hielte sein Eid nicht, wenn er die Wahrheit kennen würde. Dann wähle. Wahrheit oder Ruhm. Steh auf, Leofried. Du sollst weiterleben. Was? Deine Treue zu Burkhard beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Er gab die Krone auf und floh nach Rom. Er ist fort. Du lügst. Was hätte ich davon, einen Mann kurz vor seinem Tod zu belügen? Er rettete sich selbst und überließ dich dem Tod. All deine Kämpfe. Für nichts und niemanden. Einen Vertrauten, der einem so nahe steht, zu hintergehen, ist ehrlos und 1000 Tode wert. Eivor, du hast mir große Güte zuteil werden lassen. Es ist nur gerecht, dass ich es dir vergelte. Bei Venonis steht eine Statue. Sie hält ein Gefäß mit einer Schriftrolle. Verbrenne sie. Eine Schriftrolle? Dein Name steht darauf. Auf Burgrets Geheiß hatte ich dich verzeichnet. Wenn die Eiferer sie lesen, werden sie dich jagen. Wer soll das sein? Das ist jetzt egal. Dir bleibt nicht viel Zeit. Verbrenne die Schriftrolle oder sie werden dich auf ewig jagen. Wohin wirst du jetzt gehen? Rom. Komm, bringen wir dich zurück. Vorsicht, du bist verletzt. Es geht schon, wirklich. Nur ein paar Kratzer vom Kampf, mehr nicht. Nur ein paar Kratzer vom Kampf, ja, ja. Wie
Diese Wunden werden schnell heilen. Du hast Glück. Ich habe mich auf ihn gestürzt, Eivor. Aber für ihn war es ein Spiel. Ich kam nicht an ihn heran. Du hättest dich verstecken sollen, Chilbert. Das war nicht dein Kampf. Doch, es war unser Kampf. Deiner, meiner. Ich fühle mich gut. Ich musste helfen. Und das hast du auch. Du hast Tapferkeit bewiesen. Mut. Du bist kein Junge mehr. Als du... wegen Leofrid... Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn verschonst. Einen fehlgeleiteten Mann zu töten, ist nicht ehrenhaft. Er glaubte, sein König wäre bereit, für Mercia zu sterben. Jetzt kennt er die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird einen neuen Weg ebnen. Du hattest recht mit ihm, Chilbert. Es stimmt, dass die Grenze, die uns trennt, manchmal dünner ist, als es scheint. Tja. Blut und Schlacht geprüft. Mutig wie du bist, könntest du selbst ein Anführer sein. Oder auch der König von Mercia, Bruder. Der Tag wird kommen. Und wie macht sich mein Vater in seiner neuen Rolle? Überzeug dich selbst. Dann bist du jetzt ein Odling. Oder Ätheling, wie es bei euch heißt. Der Thronfolger. Ein ehrwürdiger Titel, der gutes Urteilsvermögen verlangt. Wähle deine Vertrauten mit Bedacht. Mein Sohn, geht es dir gut? Ja, Vater. Gut genug. Er brachte dir heute Ehre ein. Er kämpfte mutig gegen große Gegner. Habt meinen Dank, ihr alle. Und meinen Segen. Wir wussten, was dieses Bündnis uns kosten könnte. Aber nun ist es vorbei. Und alle haben etwas gewonnen. Silber, Ehre, Verbündete. Es stimmt. Heute beginnt eine neue Zeit. Ganz Englerland muss wissen, dass Mercia einen neuen König hat. Die anderen Königreiche Englerlands werden euren Weg zur Macht nicht anerkennen. Mein eigenes Königreich auch nicht. Burgrets Soldaten werden sich in diesem Aufruhr überall in Mercia gegen uns erheben. Darum sollten wir uns sofort kümmern. Ich reite gleich nach Oxenforshire, um mit den Tarnen dort ein Bündnis zu schmieden. Soll ich mit dir gehen? Nicht, bis ich mehr weiß. Bleib, wenn du kannst. Stärke das Band unserer Freundschaften. Ich rufe dich früh genug. Sigurd, ich würde mich besser fühlen, wenn Chiolbert fortginge, bis in Mercia Ruhe eingekehrt ist. Würdest du ihn in deinem Clan willkommen heißen? Hast du ein Pferd, junger Ätheling? Durchaus. Einen jungen Hengst namens Theobald. Gut. Bis zur Nähne können wir zusammenreiten. Von da an findest du deinen Weg schon. Danke, Sigurd. Das beruhigt mich sehr. Halte dich bereit, Eivor. Ich werde nach dir rufen. Du und Sigurd seid ein gutes Gespann. Die Zukunft von Englerland wird ziemlich heidnisch aussehen. Hier, Wolfsmal, als Zeichen unserer Freundschaft. Wenn du uns brauchst, werden die Gebrüder Ragnarsson dir zur Seite stehen. Du ehrst mich, Ober. Siehst du? Der gerissene Hund will dich auf seine Seite ziehen. Dieses Spiel beherrsche ich auch. Wie nett von dir, Ivar. Gern geschehen. Unsere Freundschaft ist das einzig Gute, das aus diesem Chaos entstanden ist. Und Cheolbert, der mutige Knirps. Das höre ich gern. Nun denn, Leofrid sagte, dass man mich jagen wird. Eiferer. Wenn ich meinen Namen nicht reinwasche, jagen sie mich. Ich muss nach Venonis. Das müssen wir in der Tat. Aber wir warten erstmal ab, ob ihr eventuell... Ja. Wir haben neue Fähigkeitspunkte erhalten, die wir natürlich direkt einsetzen werden.
Ich schau mal eben, wie weit wir hier oben jetzt eigentlich gekommen sind. Was war denn das jetzt? Ach, das war dieser Kriegerniederschlag. Betäubung, leichter Angriffsschaden, Betäubung. Feuerwiderstand ist auf jeden Fall für mich nicht schlecht. Leichter Widerstand. Also die Widerstände sollte ich schon ein bisschen verbessern, habe ich so das Gefühl. Weg des Bären. Okay, da können wir das dann noch generell so ein bisschen verbessern. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal den Widerstand und den Widerstand. So, damit haben wir dann erstmal alles. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, das würde ich machen, aber ich muss erstmal ganz schnell den Kopfgeldauftrag erledigen. Dafür werde ich aber erstmal diese Folge hier beenden, weil das ja ein komplett anderes Thema ist. Und wir sehen uns dann mit der Sache mit dem Kopfgeldauftrag in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.